Deutlich weniger Oldtimer-Besitzer als erwartet haben am Sonntag anlässlich des Kaiwit-Marktes ihre historischen Fahrzeuge nach Jever kutschiert und ausgestellt. Der Spielverderber ist klar zu benennen. Es ist das Regentief, das angekündigt war und das mit Temperaturen von um die 10 Grad alles andere als Frühlingsgefühle bei Jevers Frühlingsfest aufkommen ließ. Unter den gut 100 Fahrzeugen, die sich rund um den Kirchplatz vor dem Schloss und entlang der Schlossstraße platzieren konnten, befand sich dann aber doch so manches Schätzchen.